Sind hier Blinklichter? Nee, okay, zum Glück. Doch, hier. Es sind immer wieder Blinklichter drin. Oh, nee. Naja, okay. Seht ihr die? Okay, das ist irgendwie schon wieder witzig. Ja, das ist halt leider das Problem am No-Pillars-Mod. Da werden Pfosten, Straßen hinzugefügt, die sie gar nicht bekommen sollten. Von hier oben hat man echt eine super Aussicht. Boah, ich schwöre dir, Müllwagen. Wenn du jetzt da vorne rechts abbiegst, dann bekommst du es mit mir zu tun. Nein, nein, nein! Nein! Alter, ich bring dich um. Wo fahren die anderen hin? Oh nein, die fahren auch in die Stadt. Ja, da ist unser Freund. Das ist unser Freund. Den folgen wir. Die fahren alle in die Stadt. Warum? So, wahrscheinlich holt er nur von einem Gebäude jetzt dann den Müll und dann war's das. So, du biegst auf jeden Fall richtig ab. Das finde ich schon mal super. Wieso folgen wir eigentlich hauptsächlich mal Müllwegen? Wir folgen keinem normalen, so einem normalen Auto oder sowas. Tun wir in der Regel nie. Keine Ahnung warum. So, du. Oh Gott, du fährst schon mal falsch. Nein! Holt doch endlich den Müll! Ah, oh, Mann. Die Häfen können ja nicht endlich in. Häfen und Bahnhöfe können ja nicht in Betrieb kommen, wenn anscheinend zu viel Müll da ist. Weiß auch nicht warum. Ja, okay, dann fährst du halt dadurch. Auch gut. Keiner holt den Müll hier ab. Es ist so traurig. Hier werden Arbeitskräfte benötigt. Stimmt, wir wollten ja auch Buslinien hier in die Richtung mal anfertigen, ne? Können wir jetzt eigentlich auch machen, ne? Wir haben da oben ja schon eine kleine Buslinie gemacht. Vom Bahnhof her. Jetzt soll natürlich auch eine kleine Buslinie hier rüberfahren. Weiß nicht, ob ich die vielleicht tatsächlich sogar nur hier im kleinen Kreise fahren lasse. Bitte lass mich da abbiegen können. Ja, okay, es geht. Das ist sehr gut. Mach ich mal hier die Buslinie. Ah, Moment, wir sind beim Zug. Buslinie. Weg rüber dahin. Sehr gut. Neue Linie hinzufügen. Die geht nicht. Das heißt, wir können hier bis zu vier Buslinien reintun. Okay. Wir haben sogar noch nicht mal den Vanilla-Busbahnhof gebaut, ne? Das ist fast schon traurig. So, zack, danke, einmal fertig. Und dann einmal hier zurück. Ah, okay, der kann noch darüber wechseln. Aber der wechselt dann über zwei Spuren. Das gefällt mir nicht. Oh. Wait. Die fahren dann so raus? Okay. Wusste ich gar nicht. Wie machen die das dann? Das würde ich ganz gerne dann mal sehen. Ich guck mal ganz schnell, das ist die Buslinie 16. Farbtechnisch würde ich ganz gerne daraus gelb. Naja, eigentlich müsste schwarz sein. Eigentlich müsste schwarz sein. Öl. Öl. Dann brauche ich noch eine zweite Öllinie. Die fährt aber straight hier rüber. Und dann in dieses Gebiet rein. Dahin. Hier bleibt er bitte stehen. Kann der überhaupt dahin? Ja, kann er. Aber ich habe halt immer auf der falschen Seite gedrückt. Dann dahin, hier stehen bleiben. Nochmal da. Und zurück. Auch diese Linie wird schwarz,
weil auch diese was mit Öl zu tun hat, aber nicht ganz so rabenschwarz. Die wird eher grau. Die Busse werden zwar wahrscheinlich dann hässlich ausschauen, aber hey. Du gefällst mir. Du fährst so raus. Warum tust du das nicht auch? Ich will mal kurz gucken. Fährt der dann... Wie fährt der dann? Ich kapier's nicht. Machen wir mal sicherheitshalber so eine kleine Straße dahin. Moment. Bitte einmal ohne Clipping. Nein. Okay, mach ich mit. Und mach's so. Dreh das Ganze dann halt um. Damit er zumindest irgendwie ansatzweise dann regulär fährt. Das Einzige, was mir halt nicht passt, dass es hier jetzt quasi... Nee, ich will das sehen. Moment, ich will das jetzt sehen, wie der das macht. Bin ich gespannt mal drauf. Okay. Ansonsten haben wir halt eine sehr interessante Buslinie. Okay. Dann machen wir eine, die hierhin... Moment, wir können ja gerade mal 4 Buslinien anfangen, ne? Oh. Okay. Dann mache ich mal eine hier für den Wald. Moment, fällt mir gerade auf, dass ich hier keine Ausfahrt für den Wald gemacht habe? Also Ausfahrt ja, aber keine Einfahrt. Oh, I'm a fucking genius. Danke. Heieieiei. So. Und einmal umdrehen. Danke. So, jetzt kommt man nämlich auch endlich rein in das Gebiet. Kein Wunder, warum da keiner bauen wollte. Da ist ja keine Zufahrt da. So, na geht doch. Dann, jetzt. Also, neue Linie. Die hier. Genau. Nein, nicht Haltestelle. Nicht Haltestelle verlegen. Nein. Neue Linie, bitte. Danke. Pfad nicht auffindbar. Wieso ist auf der Seite Pfad nicht auffindbar? Oh, okay. Moment, mir fällt gerade eine Sache auf. Wenn wir hier hinterfahren... Ah ne, dann können wir auch hier wieder rum. Okay, gut. Ich dachte gerade schon. Moment, was? So, einmal dahin. Einmal hierhin. Einmal dahin. Und wieder zurück. Oder stopp. Eigentlich müsste ich dann... Eine separate Linie für das kleine Industriegebiet... Nee, das wird sich einfach nicht lohnen. Ah, das ist Käse. Das ist eigentlich richtiger Käse, was da jetzt ist. Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich würde ganz gerne hier hinter, muss der einmal komplett da rumfahren. Okay, das ist richtig blöd gerade. Aber anscheinend müssen wir das echt tun. Naja. So, dann einmal hier hinten. Einmal da hinten. Und dann Linie abschließen. Diese Linie bekommt dann ein Grün. Ein hübsches Grün, weil Wald und so. Wald in Industrie, aber machen wir einfach Wald. So, und dann brauchen wir noch eine letzte Buslinie. Und diese fährt dann nochmal hier hinter. Der nächste Halt ist auch hier. Aber auch hier. Fährt dann einmal hier hinter. Einmal dahinter. Bleibt dann auch hier stehen. Und fährt zurück. Linie abschließen. Halt. Das war jetzt falsch. Das würde ich ganz gerne hier. Da. Buslinie 19. Die wird einfach mal gelb. Keine Ahnung, warum gelb. Ich könnte es noch grauer machen, aber... Das geht schon. Oh. Kann es sein, dass ich hier hinter das Erzgebiet... Ja. Buslinie muss korrigiert werden. Das geht ja mal gar nicht, dass dahinter kein Bus fährt. So... Dann ganz gerne hier noch eine Haltestelle. Legen wir die vielleicht ein bisschen vor.
Dann passt es. Und blau passt fürs Erz auch. Vielleicht, na, vielleicht machen wir... Welche Buslinie ist es? Die 15. Machen wir es irgendwie lila oder so. So. Sind die Busse jetzt auch gleich schon lila geworden? Jo, sofort. Wer braucht schon eine Lackiererei? Das ist ja gar kein Problem. Okay, und jetzt geht's ab. Buslinien sind alle gegründet. Und jetzt fahren die Busse raus. Aber erstmal kommt der Zug rein. Die stehen erstmal ineinander. Das ist gut. Also eigentlich nicht, aber okay. Was ich hier noch ganz gerne jetzt machen würde, ganz schnell, ist folgendes. Und zwar, die hier dürfen nur dahin abbiegen. Und der nächste Punkt hier. Einmal so. Das passt. Und dann dürfen sie hier... Ja, fertig wechseln. Das passt. Was ist das für Clipping-Fehler? Wir haben Gras auf der Straße. Na, super. Wenn Busse gefangen sind, was zum Teufel? Okay, nein, 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 nein. Was läuft da bitte ab? Also da muss ich dann komplett neu korrigieren, das was zum Teufel. Heide Witzka, was ist denn das? Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass sowas passieren würde. Wir machen mal kurz Folgendes. Und zwar, wir reißen die hier ab. Verlängern die kurz. Um sowas. Also das hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass das passiert. Ich kannte halt den Busbahnhof in der Hinsicht nicht, deswegen muss ich es halt so machen. Aber wir können es eigentlich auch wechseln auf so. Das geht ja. Gut, und dann ganz gerne mal so und so. Wunderbar. Hier dann bitte auch wechseln. So dran vorbei und da rein. Das geht noch in Ordnung, die leichte Kante. Ausnahmsweise. Jetzt fahren die... Der fährt so raus? Na, macht jeder irgendwie anders. Okay. Na, bis hier mal die Busse dann alle rauskommen, dauert's wohl ein Weilchen. Ah, nee, ist schon soweit. Okay. Gucken wir mal ein bisschen so rum. Na, hier im Krankenhaus stehen sehr viele. Die einzige große Ampel hier. Mal gucken, ob das noch zum Verkehrskollaps wird. Naja, wobei, aber es geht ja. Hier wurde ja auch bereits alles voll bebaut. Hier wird immer noch nicht der Müll von denen abgeholt. Ach ja, weil die nicht angeschalten sind. Oh mein Gott. Okay. Ja, das wird natürlich einiges klären. Dass die Müllberge nicht abgeholt werden. Oh mein Gott. Okay. Die Leute sind inzwischen einigermaßen fit geworden. Das ist sehr gut. Oh, oh, oh. Okay. Ja, ich sehe auch gerade, wir sind 39.000 im Minus. Wir brauchen viel, viel mehr Einwohner. Und auch noch ein bisschen mehr Industrie. Sagen wir es so. Öl wird gerade gefördert ohne Ende. Hier wird Erz gefördert. Da können wir jetzt eigentlich auch ein bisschen erweitern. Hier auf dem Berg zum Beispiel hoch. Oder hier. Und dann da noch hoch. Das ist dann schon relativ viel. Wald brauchen wir gerade verhältnismäßig wenig. Das geht ja. Und ja. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich bis zum nächsten Mal nochmal nach neuen Bahnhöfen Ausschau halten. Mal gucken, ob da irgendwas in die Richtung geht.
Ich muss wahrscheinlich dann auch offscreen die Linien nochmal neu ziehen, weil das ja immer ein bisschen rumbackt mit diesen Custom-Bahnhöfen. Aber ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Mal gucken, ob wir es mal gucken, ob wir es nächstes Mal schaffen, hier ein paar kleine, schöne Dörfer zu machen. Mit so ein paar ganz netten kleinen Straßen. Vielleicht so einen kleinen Ortskern in die Richtung. Falls ihr es gerade nicht mitbekommen habt, ich habe ein bisschen aufgestoßen. Keine Ahnung warum. Ich atme nur. Ich habe nichts getrunken. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.